Drei krasse Unwahrheiten und Lügen in Sachen gesetzliche Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen mich so ganz entspannt hier sitzen und ich habe da ein ganz tolles Aufklärungsvideo im Internet gefunden, und zwar vom SOVD, vom Christian Schulz. Herrn Kollegen Schulz kenne ich. Ich bin am 12. September 2024 zu einem Vortrag beim SOVD eingeladen, und der Herr Schulz hat hier einfach mal ein bisschen was gesagt zum Thema Unwahrheiten, Lügen und dunkle Geheimnisse zur gesetzlichen Rente. Und ich habe das Ganze alles mal ein bisschen aufgenommen und habe mir einfach gedacht, okay, das, was der Kollege Schulz hier gesagt hat, das kann ich im Grundsatz so unterstreichen und möchte das einfach nochmal selber kommentieren. Ich möchte jetzt nicht auf das gesamte Video vom Kollegen Schulz eingehen, vom SOVD. Schleswig-Holstein ist der, aber ich kann im Großen und Ganzen sagen, ja, dass das, was der Kollege Schulz hier sagt, doch tatsächlich stimmt. Und ich bedanke mich recht herzlich auch für den Anstoß, und dass ich hier einfach mal noch diese Dinge konkreter mache und auch vielleicht noch mal was dazu sagen kann. Ja, starten wir einfach mal mit der ersten Unwahrheit, die immer wieder auch bei uns in den Beratungsgesprächen aufploppt, ist der Vorhalt im Beratungsgespräch, vor allen Dingen, wenn es dann um die Fragen geht, Rentenhöhe und so weiter. Ja, das kann doch wohl alles gar nicht wahr sein. Die aus der Ukraine kriegen alles, aber wir kriegen nichts, und die können mit 50 schon in Rente gehen. Ja, meine Damen und Herren, da platzt mir manchmal wirklich die Hutschnur, und da kann ich immer nur sagen, Leute, wo habt ihr das eigentlich her? Wo habt ihr das her, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, Geflüchtete aus der Ukraine, hier in Deutschland mit 50 in Rente gehen können? Gibt es da irgendein Abkommen oder gibt es da irgendeine Vereinbarung, ein Geheimpapier vielleicht? Vielleicht wissen Sie ja was davon. Ja, und ich werde dann sehr konkret und frage, wo haben Sie das her? Ja, ich habe das im Internet gelesen, im Forum, irgendwo, und das kann ja alles nicht wahr sein. Und deswegen bloß weg mit den Leuten aus Deutschland und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, unabhängig von jeder Nationalität, wer in Deutschland eine Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente haben möchte, muss versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen. Bei einer Altersrente ist es, wenn sie vorgezogen ist, zum Beispiel eine Altersrente für langjährig Versicherte, müssen sie 35 Jahre Wartezeit nachweisen. Sie müssen in den Jackpot hier in Deutschland eingezahlt haben. Der Jackpot, damit meine ich die gesetzliche Rentenversicherung. Und sie müssen mindestens 63 Jahre alt werden. Oder bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen im Mitstand 2024 können sie noch frühestmöglich mit 61 plus x Kalendermonaten vorgezogen in diese Altersrente gehen. Meine Damen und Herren, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier nach Deutschland gekommen sind als Flüchtlinge, haben keinen Anspruch auf eine Rente ab 50 oder mit 50. Das haben die einfach nicht. Punkt Feierabend. Die müssen sich genauso in die rentenrechtlichen Ansprüche, in die Wartereihe mit einreihen, wie jeder andere auch. Das heißt also, wenn der Ukrainer oder der Rumäne oder die Rumänin, Polin, Französin, Franzose, Österreicher, Schweizer, Norweger, Schwede, Luxemburger hier in Deutschland eine Rente haben möchte, dann muss er die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Punkt aus, Feierabend. Und da gibt es keine Sonderbehandlung für irgendwelche Leute, die aus dem Ausland kommen, nur weil es dort gerade Krieg gibt, meine Damen und Herren. Das ist im Grunde genommen eine völlige Fehlvorstellung und auch davon geleitet, dass eben viel im Internet über dieses Thema Ukrainerinnen und Ukrainer mit 50 eine Rente, das immer noch leider kursiert und da solche Behauptungen letzten Endes immer noch im Raum stehen. Aber ich kann sagen, als Rechtsanwalt und Rentenberater, und das mache ich hier wirklich jetzt schon seit 2010, kenne keinen einzigen Ukrainerin oder Ukrainer, die hier in Deutschland mit 50 eine Rente bekommen haben,
außer sie hätten hier in Deutschland schon immer gelebt und hätten jetzt möglicherweise einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente, weil sie hier in Deutschland krank geworden sind und nicht mehr arbeiten können. Aber das wäre wiederum, würde wiederum den Deutschen genauso gehen, aber gleichsam dem Luxemburger, Österreicher, Schweizer auch, der hier in Deutschland gearbeitet hat, hier krank wird und dann nicht mehr arbeiten kann, hat er unter Umständen einen Anspruch auf eine EM-Rente. Aber nicht deshalb, weil er als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Das ist Humbug, das ist Quatsch, das ist eine Fake News und das ist schlicht und ergreifend auch eine Lüge. Ja, meine Damen und Herren, das zweite Thema, was auch immer wieder noch in den Köpfen der Leute drin ist, da wird immer mal so gesagt, ja, ich habe doch 45 Jahre Wartezeit erreicht und jetzt kann ich und möchte ich mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen. Nee, meine Damen und Herren, das ist nicht mehr möglich in Deutschland. Mit den vier klassischen Altersrentenarten, Altersrente für langjährig Versicherte, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, Altersrente für schwerbehinderte Menschen und Regelaltersrente, da sowieso nicht, ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Es gab Geburtsjahrgänge 1952, also vor 1953, die konnten ab 1.7.2014 in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit mit glatt 63 in Rente gehen. Ja, aber diese Geburtsjahrgänge sind durch, die sind erledigt, die sind abgehandelt und jetzt gibt es diese Rente eben nur noch. Wer zum Beispiel 1960 geboren wurde, kann mit 64 und 4 Kalendermonaten erstmals frühzeitig in diese Altersrente ohne Abschläge gehen, aber nicht mit 63. Ist nicht möglich. Ich will eines nicht verhehlen, meine Damen und Herren. Es gibt in der Tat eine Altersrentenart, da können Sie sogar mit 60 oder mit 62 ohne Abschläge in Rente gehen. Das ist die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die spielt in der Praxis der meisten Rentenberaterinnen und Rentenberater und vielleicht auch vom SOVD so gut wie keine Rolle. Die wird noch nicht mal im Dutzend oder vielleicht im doppelten Dutzend in Deutschland gewährt. Also das ist eine Altersrentenart, die man unter bestimmten Voraussetzungen sogar schon mit 60 ohne Abschlag kriegen kann. Aber meine Damen und Herren, von der wollen wir wirklich nicht reden. Die klassischen Altersrenten. Die drei Stück, die ich genannt habe, vorgezogenen Altersrenten, Regelaltersrente sowieso nicht, können Sie nicht mit 63 ohne Abschlag erreichen. Das geht schlicht und ergreifend in Deutschland nicht mehr. So, Ende der Diskussion. Unwahrheit, wer sowas behauptet, das sind Fake News. Meine Damen und Herren, und das Dritte, und das ist eigentlich das Krasseste, was ich auch tatsächlich gehört habe, da hat mir der Herr Schulz wirklich nochmal eine gute Steilvorlage gegeben, ist, schlicht und ergreifend die Fehlvorstellung, dass Menschen tatsächlich auch zu uns in die Beratung kommen und sagen, ja, Herr Knüppel, ich möchte ja gerne in die Altersrente gehen, aber ich würde davor gerne Arbeitslosengeld beziehen. Ich darf das aber nicht. Ich darf vor meiner Altersrente kein Arbeitslosengeld beziehen, weil ansonsten kriege ich die Rente nicht. Nee, meine Damen und Herren, das ist auch völliger Unfug. Ich weiß gar nicht, wo das wieder herkommt, aber ich höre sowas auch ab und zu mal. Ich kann Ihnen also nur sagen, das Gesetz sagt, SGB III, wenn Sie die entsprechenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt haben für das Arbeitslosengeld, Sie also lange genug dort in diese Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, können Sie vor Rentenbeginn bis 24 Kalendermonate Arbeitslosengeld I beziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist vielleicht sogar vom Vorteil für Sie, dass Sie Arbeitslosengeld I beziehen, denn das Arbeitslosengeld I ist oftmals höher als eine vorgezogene Altersrente mit Abschlag zum Beispiel. Und Sie hätten sogar noch den Vorteil, dass über das also über das Arbeitslosengeld I dann auch noch Rentenbeiträge für Ihr Versicherungskonto gutgeschrieben werden und dass möglicherweise, wenn ein abschlagsfreier Rentenbeginn für eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei Ihnen nicht möglich ist, weil Sie die 45 Jahre Wartezeit nicht erreichen, dass Sie dann sozusagen hier mit dem Arbeitslosengeld I auch noch die Rentenabschläge bei einer oder für eine vorgezogene Altersrente herabsenken. Ja, meine Damen und Herren, und da gibt es also sozusagen auch noch viele andere Fehlvorstellungen und Lügen und Halbwahrheiten. Und das hört ja leider hier in Deutschland nicht auf. Wir hören das ja jeden Tag von den Politikerinnen und Politikern aus dem Bundestag, die schwadronieren über Rente mit 63 oder Rente ab 63. Und ja, das sind alles Dinge, die sozusagen sich in unseren Köpfen festgesetzt haben. Und wer da keine Ahnung hat, der unterliegt da oft einem Irrtum. Und oftmals wird das ja auch leider aufgegriffen durch Internetmedien und durch
ja, also Internetmedien und auch in den Foren. Und dann bekommt man sowas zu hören. Ja, also meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von den drei aus meiner Sicht wirklich krassesten Unwahrheiten und Lügen zum Thema gesetzliche Altersrente. Das ist wirklich so, dass das letzten Endes, was ich hier gerade gesagt habe, nicht mehr der Wahrheit entspricht oder noch nie der Wahrheit entsprochen hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe dazu einen extra Beitrag noch geschrieben, können Sie gerne sehen, veröffentlicht auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Herzlichst alles Gute und beste Grüße zu Herrn Christian Schulz, SOVD Schleswig-Holstein. Ciao!